Hallo und herzlich willkommen zum Gamershop Simulator. Ja, ich weiß, er ist nicht der neueste, aber da wir viele Shop-Simulators haben, dachte ich, wir gucken da auch mal rein. Da wir die meisten von uns halt Gamer sind, können wir unseren eigenen Gaming-Shop machen. Und das Lustige daran ist, MGX P C's. Das Lustige ist, ich hatte schon eine Aufnahme. Ich hatte eine Aufnahme und dann habe ich gemerkt, ab der Hälfte, dass ich so ein Mikrofonkratzen hatte. Ja, deswegen musste ich die Aufnahme löschen. So. Gut. Aber wissen wir fürs nächste Mal. Deswegen also nicht wundern, wenn ich mich hier so ein bisschen auskenne. Also, da ist unser Shop. Und wir müssen ihn erstmal jetzt aufräumen. Ne? Erstmal die Dinger hier wegräumen. Zack. Putz. Drin in den Laden. Ja, wie in jedem Simulator ist es natürlich so, dass alles dreckig ist. Wir kennen es nicht anders. Aber warte mal kurz, ich muss mal kurz was gucken. Ist es jetzt an oder aus? Also auf jeden Fall ist es jetzt besser. Davor war das so hakelig, so ruckelig. Das geht mir auf den Sack. Wir machen erstmal den Raum, weil es gibt da hinten, gibt es nicht noch einen Lagerraum. Deswegen. Wir machen erstmal im Eilzug den hier. Hoppsala. Da bin ich ja nicht gewohnt. So. Zack. Deswegen hier unten sieht man so einen Mülleimer, der sich langsam füllt. Und logischerweise, wenn der voll ist, dann taucht immer ein Müllsack auf. Ist ja logisch, es ergibt ja Sinn, ne? So. Alles mal ein bisschen clean hier. So. Da hat nur ein Karton. Da ist auch noch einer. So, jetzt können wir. Das Gute ist, der nimmt mehrere Sachen ins Inventar. Ich mache mal hier wieder zu, bevor hier irgendwelche Penner in die Jacke halt kommen. Ich glaube, 4 oder so nimmt der ins Inventar. Genau, hier die unten, das kann man später mit einem Backpack, also noch einen Rucksack, erweitern. Aber ist ganz geil gemacht. Guck mal, hier hinten haben wir unser Lager. Klar, hier müssen wir noch ein bisschen was ausrotten. Und hier sowas zum Beispiel. Guck mal, hier ist schon ein Keyboard, diese hellen Kartons. Oder hier, hier ist ein Regal. Die, Schlüpprinder. Hä? Zack. Und zack. Ha? Jetzt holen wir schnell noch die anderen. Der Penner hat nur leider nicht so viel Ausdauer. Verdammt nochmal. So, klatsch. Klatsch und klatsch. Ich sag euch gleich, die Musik wird mir mit der Zeit auf den Sack gehen. Also ich weiß ja natürlich nicht, ob das hier eine Eintagsfliege wird, also ob das Spiel überhaupt euch entspricht oder euch hier fällt. Aber ansonsten machen wir hier nur eine Folge, so zum Rindschnuppern. Das mache ich ja auch bei ganz vielen. Wenn ich halt sehe, oh, die Leute mögen das halt überhaupt nicht, dann mache ich davon immer nur eine Folge oder so. Dann merke ich halt, okay, ich brauche das nicht weitermachen, weil warum soll ich das weitermachen, wenn das sowieso kaum geguckt wird und das keiner will, dann brauche ich das auch nie machen. Aber wenn ich merke, oh, das finden die Leute ganz lustig, und dann mache ich davon natürlich auch ein paar Folgen. Warum auch nicht? Ich glaube, das würde jeder von euch so machen. Weil es wäre auch Schwachsinn, das nicht zu tun. Müllsack über Müllsack. Zack. Zack.
und Pappe über Pappe. Sie und ihre scheiß Pizzapackung hier. Garbage. So. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Deswegen, das ist auch noch so eine Kacke. Da machst du eine Aufnahme und erst ab der Hälfte der Aufnahme, also erst am Anfang hätte ich jetzt, sage ich mal, nicht durchgespult, dann hätte ich das gar nicht mitgekriegt mit dem Mikrofon. Aber, Alter, dann nimmst du da auf, der Anfang alles top und spulst weiter und dann auf einmal, hä, was ist denn das für ein kratziges Geräusch? Also richtig so ein metallisches Geräusch. Also irgendwo muss er da auf einmal einen Fehler mit reingenommen haben. Was mich total abfuckt. Jetzt. Aber gut, okay, jetzt bin ich auch schlauer, was hier mit dem Spiel angeht. Das kann nur von Vorteil sein für uns alle. So, so, sauber, sauber, sauber. Garbage. Der, warum liegt da ein Stein im Regal? So, nimm das mal gleich mit. Da finde ich natürlich ganz geil mit dem Inventar, ne? Dass er da ein paar Säcke wenigstens schon mitnehmen kann. Und nicht wie in den meisten Simulatoren, dass er mit einem Müllsack losläuft. Klar, es war eigentlich realistischer, weil Simulatoren sollen ja auf Realismus gehen. Was wir wissen, meistens nicht der Fall ist, aber ist ja auch ein anderes Thema jetzt. Aber gut, er rennt jetzt hier halt einfach mal mit 5 Säcken los. Walk, mein Kleiner, walk! So. Sehr schön, wunderbar. Da die 2 Säcke bringen wir noch weg. Dann sind wir eigentlich soweit durch. Laden ist Vollmond am Anfang habe ich auch nicht rausgelegt. Du musst da den Strom an dem Kasten da musst du anmachen. Das wird dir nirgendwo beschrieben. Nirgendwo. Ich bin einfach per Zufall drauf gekommen, eigentlich auch recht schnell, weil hier, wo ich ja gesehen habe, okay, hier lässt sich was machen, war ja gleich ein Knopf da. Trotzdem hätte da irgendwo mal stehen können, sie müssen den Strom einschalten am Kasten oder sowas. Vielleicht braucht da jemand anderes etwas länger dafür. Und das ist halt ätzend, ne, weil was soll die Scheiße? So, mal hingestellt. Dreckigen alten Tastaturen hier, wirklich, also schämen sollten die dich. Aber gut, die waren wahrscheinlich gerade so noch da im Lager und die werden wir jetzt natürlich vorteilhaft nutzen, um ein bisschen Kohle noch reinzubringen. So, Laden ist geschlossen, stellen Sie einen Kassierer ein. Das Problem ist, wenn ich jetzt einen Kassierer einstelle, ne, dann muss ich gleich hier Halt zahlen. Das ist das Blöde. Deswegen, ich werde erstmal gucken. Mein Shop, Werbung, wir können painten. Hier können wir noch erweitern. Wir können das Geschäft natürlich noch größer machen. Logischerweise. Sicherheit, hier Regale und noch weitere Tastaturen. Wir haben natürlich noch Geld. Deswegen, aber die sind momentan teuer. Guck mal, Durchschnittspreis 25. Wir müssen gucken, dass wir günstig wegkommen. Guck mal hier. Normalerweise 6 Dollar, wir sparen dann. Davon könnten wir eigentlich mal 5 mitnehmen. Guck mal hier, der PC. Statt 290, nehmen wir. Einen können wir nehmen. Bei was sind wir jetzt? Und wenn wir sofort machen, 339. Wir brauchen natürlich auch noch Geld für Dings, ne? Ja, alles teuer. Mikrofon. Sehr schön. Nehmen wir 4 mit. Mäuse sind alle teuer. Hier könnten wir noch ein bisschen sparen. Sehr schön. Ist ein bisschen viel eigentlich. Der Computer ist natürlich so teuer. Aber das machen wir. Das machen wir. Das müsste jetzt alles schon da sein. Jawohl. Und hier kommt immer so ein Dieb. Na, ist ja klar, es muss ja auch immer irgendwas geben, was dich ein bisschen behindert an deiner Scheiße. Inventar ist voll. Das
Siehst du, wir wollen ja den Leuten auch ein bisschen was anbieten, ne? Aber ich glaube, wir müssen da ein bisschen enger bauen, ne? Wenn da noch ein paar andere Sachen hin wollen. Oder hin sollen. Was ist mit dem Mauspad? Davon haben wir 5, ne? Klatsch mal rechts, links daneben. Was ist mit dem Mikrofon? Der Rechner, den würde ich gerne da unten hin machen. Oder so, damit, also der ist jetzt halt keine High Class, Alter. Das ist halt einfach nur so ein kleiner Pissrechner. Mauspad. Mauspad. Rechner. Computer Z200. Microphone. Microphone. Inventar ist full. Ja, weil beim anderen Mal habe ich es ein bisschen falsch gemacht. Dann habe ich natürlich so wenig Artikel gehabt und so. Und die waren dann halt gleich alle ratzfatz weg. Also das muss ich ja sagen. Die sind ziemlich... Ich muss den da oben hinstellen. Mach mal wieder weg, die Scheiße. Ich muss... die andere Scheiße... runterstellen. Genau. Tag beendet, ja. Um 0 Uhr ist Tag beendet. Von 8 bis 23 Uhr ist es offen. So. Keine Einnahmen. 33 mussten wir, 33 ausjahren, Tagesausjahren. Tag 2. So, jetzt lass mal los hier. Ich muss ins Geschäft, Junge. Raffst du noch was? So. Wir stellen erstmal alles auf. So, Mauspad. Wir nehmen das weg hier. Mauspad kommt da unten hin. Wir machen die schön alle nebeneinander. Wir haben nur die eine Sorte Mauspad. Es muss jetzt nicht symmetrisch sein da, weil sonst flipp ich hier aus. Guck mal, wie das hier rumwackelt. Das ist doch scheiße. Gut, das nehmen wir weg da. Weg. Weg. Warte mal, ein Mauspad kommt da noch hin, ne? Ja. Dann machen wir das nur da unten hin. Der Rechner kommt da oben hin, das hässliche Teil. Jetzt gucken wir mal kurz wegen einer Angestellten. Brianna, die mieten wir uns. Fofi am Tag. Glückwunsch. So, Laden ist geschlossen. Jetzt können wir... Jetzt ist er offen. So, was haben wir hier noch? Wir haben noch ein Keyboard hier und noch ein Mauspad. Ist hier noch irgendwas, was wir übersehen haben? Nee, glaube nicht, ne? Oder? Kommen die jetzt hier rein? Ja. Ach, der Laden. Ja, genau. Der macht ja dann alleine auf. So. So. Na siehste. Und wie viel haben wir? $27 noch. Na, werden wir sehen. Ja, wie gesagt, wir müssen halt aufpassen. Hier ist so ein Obdachloser, also so ein Dieb. Der kommt hier in den Laden drin gerannt, der nimmt Scheiße mit und rennt wieder raus. Also, aber den können wir umhauen. Aber ich glaube, wir müssen den zwei. Da kommt er schon. Das ist er. Hey! Jochen, was los? Zack, gleich weg. Diese T-Figur. Ja. Officer. Ihn hier. Er ist ein Dieb. A Thief. Okay, Officer interessiert sich lieber für was weiß ich was. Gottes Willen, ey. Wir müssen aufhören. Der steht vielleicht gleich wieder auf. Was hat denn der genommen? Ein Mikrofon, wa? Ne, ein Mauspad hat er genommen. Ja. Mauspad hat er genommen. Der Officer. Officer! Officer, what darf sein? Officer!
So, was suchen Sie denn? Junge Dame, kann ich Sie mit einem PC beglücken? Und was nimmt sie? Mauspad, ey, der leckt mir da am Arsch. Für was haben wir die gekauft? Für einen Fünfer oder für vier? Weiß ich nicht. Was kriegen wir jetzt dafür? $6. Also $2 Gewinn. Schön. Schön, schön, schön. Na, wenigstens kommen ja auch gleich Kunden. Das ist ja auch der einzige Laden, der hier gefühlt ist, ne? Hier ist nichts. Außer da hinten nur das Hotel. Und da können sie vielleicht auch noch ihre Kohle ausgeben. Erstmal mal ein bisschen Geld. Ich drücke mal die falsche Taste. So, will sie was? Sie läuft schon so, als wenn sie hier reinkommt. Nee, ich habe mich getäuscht. Nee. Ah ja, sie möchte den Rechner, das sehe ich doch. Sie hat richtig Lust, heute mal eine Gaming-Session zu starten oder eine ordentliche LAN-Party mit ihren Schwestern zu machen, ne? Und ein Mauspad. Ich sehe schon, ich werde reich mit Mauspad verkaufen, ne? $6. In my Tash. Ja, machen Sie gut. Bis bald, ja. Mein Gott, das Mauspad hätten sie auch einfach so mitnehmen können in der Hand. Ah ja, was soll's. Der kommt schnurstracks auf meinen Laden zu. Scheiße. Was will der? Sir, könnte ich Sie mit einem Rechner, High-End-Rechner, alles vom Allerfeinsten, da ist eine 4090 Ti drinne, alles, ey, die feinste Grafikkarte, feinster Prozessor, alles vom Allerfeinsten, und er nimmt das Mauspad. Ich habe hier einen leistungsstarken Rechner zu verkaufen. Wollen Sie den haben? Ma'am, Sie sehen aus. Sie haben Bock auf eine fette LAN-Party. Ich habe mich wohl getäuscht. So täuscht man sich im Menschen. Sir, Sie brauchen aber einen Rechner vom Allerfeinsten. So, mal gucken. Er nimmt das letzte Mauspad, ne? Ah, ja, das stimmt. Ah, ja, okay, gut. Aber er hat mir Dreck hinterlassen. Schön. Das liebe ich ja. Das sind mir die richtigen. So, sie kostet einen Fuffi am Tag. Also brauchen wir auf jeden Fall etwas über 50 Euro, denke ich mal. Scheißdreck, ey. Mein Gott. Etwas über einen Fuffi. Fuffi! Oh, sonst haben wir ein Problem. Sonst können wir die nicht bezahlen. Was nimmt die denn jetzt? Das letzte Mauspad, ne? Oder nimmt sie ein Mikrofon? Letzte Mauspad, sag ich ja. Mann, wir haben auch noch andere Sachen. Kann ja nicht wahr sein. Aber wird's dunkel oder was? Ist doch gerade mal kurz vor 5. Aber gut, jetzt habe ich kein Mauspad mehr. Jetzt müssen sie was anderes kaufen. Sie müssen. So sind Menschen. Wenn sie nicht das kriegen, was sie wollen, dann, Mann, aber ich will was anderes. Boah, Alter, was ist mit ihren Augen? Die ist ja völlig unter Drogen gewesen. Jetzt machen sie schnell, sonst nimmt sie ihnen den Rechner weg. Und? Oh, die alte Tastatur hat sie genommen. Was kriegen wir denn für der? Die war ja umsonst. $13. Wow. Nicht schlecht. Dafür, dass sie umsonst war, ne? Tschö, sie sehen sehr glücklich aus. Machen sie gut. Kommt hier noch einer? Also die Mucke hier, die wird mich so stressen. Ah ja, die Lampen hier an. Ah ja, sie will auch noch. Ich hätte noch richtig Bock auf den PC heute Abend. Ja, da hätte ich richtig Bock drauf. Ach komm. Na komm. Diese Billigtastaturen. Warum kaufen die nur Billigzeug? Ich habe hier gute Ware. Ich habe hier schöne Produkte. Nun... Die kauft nur Scheiße. Kann nicht sein. Jetzt haben wir noch eine so eine Assi-Tastatur. Ich verstehe nicht. Sie will was? Ja. Sie kommt straight hier rein. Komm, jetzt zeig ich mal was. Du hast ein bisschen Kohle auf Tash, ne? Oh, der Rechner sieht aber auch so in Mitleidenschaft. Ist egal. Und? Alte Tastatur. Klatsch, sag ich ja. Ach man, ey. Ich kann die Preise ändern. Habe ich gerade gesehen.
Preis ändern. Verkaufspreis 46,50. Kaufpreis 31, den lassen wir stehen. Den lassen wir, das sind 15 Euro Gewinn, ne? Ungefähr. Oder? Ja. Das lassen wir so. Hier doch genauso, aber was kriegen wir da? Kaufpreis 32,66 Euro, also 32 Dollar. Ach, fast ein Fuffi kostet das Mikro, fast. Oh, Junge. Ja, super. Was kriegen wir für den hier? 214 gekauft, 321. Alter, da machen wir über 100er Gewinn. Kein Wunder, dass ich den Kinder kaufen will. 46 Dollar, her damit. Siehst du, jetzt haben wir schön Kohle. Das reicht locker, um die Kosten zu decken und sie zu bezahlen. Sie holt sich jetzt auch noch was, weil ihr Gesicht so entschlossen aussieht. Verdammt nochmal! Aber sie. Hört auf meine Worte. Sie geht straight auf den Laden zu. Ich sehe das. Zack, siehst du drin. Sie ist entschlossen, den Rechner zu kaufen. Jetzt, heute ist es soweit. Bam! So konzentriert. Mein Gott, meine Pranke geht direkt zu dem Rechner. Yeah! Gut, eine Tastatur, aber sind immerhin wieder 46 Dollar. Sie geht auch straight auf meinen Laden nicht zu. Sie geht vorbei. Ihre Haare leicht durchsichtig. Das ist immer dieser Teint, den die Frauen doch so unbedingt haben wollen. Diese durchsichtigen Haare. Diese sozusagen nicht vorhandenen. So. Der Laden schließt, ne? 23 Uhr. Laden ist geschlossen. Danke, Brianna. War schön mit dir. Hast du gut gemacht heute. Heute. Ich betone heute. Mach mal ein bisschen schneller da. Zeit läuft. Ich will mal gucken. Mein Job. Einkommen 100 Mal pro Tag. Pro alle Zeit. Okay. Gehalt, Geschwindigkeit. Geschlossen. Mehr sehe ich hier nicht. Was ist ein Chest eigentlich? Wette. Auswählen, warten, gewinnen. Ach du Scheiße, überall sind Glücksspiele drin, ne? Ach, das ist die Top-Liste. Review, warum ist der Laden so dunkel? Ah, scheiße, ich habe vergessen, das Licht anzumachen. Besucherzahl 24, 139. Anzahl der Käufer 10. Okay, ist okay. Arbeitergehalt ist alles mit drinne. Tag 3. Sehr schön. Scheiße, hab vergessen, das Licht anzumachen. Sonst habe ich es immer angemacht, so ein Dreck. Ah, ich wollte auch Strom sparen. So, wie sieht's aus? 77 Dollar. Wir müssen gucken, dass wir noch ein bisschen was nachholen. Kann ich das Ding schon öffnen jetzt hier? Komm. Etwas hat ihre Interaktion unterbrochen. Ja, weil noch nicht hier so weit ist, ne? 77 Dollar. Vielleicht können wir uns da eh eine geile Tastatur oder so holen. Mal weg hier. Zack. Oh, der Bildschirm. Jawohl. Den holen wir uns. Phil 21. Monitor. Phil 21. Darauf habe ich gewartet. So, den knallen wir jetzt nämlich genau. Drücke mal die falsche Taste, sorry. Aber damit müsst ihr leben, leider. Boom. Für was verkauft der den? Oh, Alter! 91? 20? Ja, 31 Dollar Gewinn. Na dran. Preis aktualisieren. Preisvorschlag. Ich lasse es so. Ist der Laden offen? Warum muss ich ihn denn jetzt selber öffnen? Mach ihn doch wenigstens auf um 8. Mein Gott. So, das Licht haben wir an. Hier ist nichts mehr dunkel. Wunderbar. Hallo! Da hinten kommt der Penner. Dich fange ich leider vorne ab. Vergiss es. Du brauchst nicht hier. Zack, die Teepose wieder. Mein Gott, nee. Unseren Laden hier, ja? Unseren geilen Laden wird hier keiner überfallen. Och nee, so ein Asi. Junge, Junge, was hast du denn dabei gedacht? Oh, was kauft die? Ich will sehen. Ich kick vom Weiten. Weißt du, damit sie sich nicht so bedrängt fühlt.
Sie hat die Tastatur genommen, natürlich. Ich muss niesen. Danke. Da ist er wieder. Jeffrey. Zack. Lass es. Wo sind denn die Officers, wenn man die mal braucht? Na, kann ich sie entzücken mit einem Bildschirm oder mit einem geilen Rechner? Oh, sie hat ein Mikrofon genommen. Naja, gut, okay. Ich glaube, die Mikros hauen auch gut Gewinn raus, ne? $48. Immerhin. Guck mal, wir sind schon wieder bei $80. Mann, der hängt hier auch ab, ey. Ja, Elektroartikel sind natürlich preismäßig. Ja, kauft euch mal eine Grafikkarte, Alter, die Scheiße. Arschteuer, der Dreck. Hab für meine auch über 1000 bezahlt, ey, für die Kacke. Damals. Unfassbar. Mikrofon, okay. An den Rechner und an den Monitor trauen sie sich noch nicht ran, aber ich werde das nicht umstellen. 128 Dollar, ja, na dann. Soll ich mal ein bisschen was nachbestellen? So, was haben wir denn jetzt hier? Da ist wieder ein Monitor, der ist eigentlich gut günstig, aber wir warten mal. Guck mal, wir haben hier eine Maus. Wir nehmen mal zwei Mäuse. Mauspad hier. Hier hoch. Computer. Lautsprecher. Zwei. So, was haben wir jetzt hier? Scheiße. Jetzt nehmen wir eh den Lautsprecher weg. Wir brauchen ja Ware. Wunderbar. Wunderbar. So, was war hier? Hier war der Speaker, ne? Ja. Wenigstens etwas. Oha, was nimmt sie? Ah, nee, das, ja, da hat sie keinen Bock drauf. Deswegen lässt sie auch nur Dreck hier. Wieder falsche Taste gedrückt. Ich flipp aus. Ich muss mich daran neu gewöhnen. So, hier kommt. Hab da ein paar Mauspad-Scheißdinger und einen Lautsprecher. Hab da auch noch. Was wollt ihr denn mehr? Hm. 65 Dollar, ich noch, ist so gut. So, eigentlich ist das gut. Na los, zeig ich her hier. Oh Mann, ey. Und nur Dreck hinterlassen. Kauf den Rechner, Mann. Ich werde den nicht runtersetzen. Ich brauche die Kohle. Sonst kann ich das Geschäft hier gleich beenden. Vor allem dann nur so eine Box da hinzuknallen, ne? Preis, was hätten wir? Oh, Alter, der macht aber hier gut Gewinn, ne, eigentlich. Bei dem Mauspad, was ist denn da? $6. Auch krass. So viel zu nehmen. So, Kollege. Hat er den genommen? Oh Mann, nur so ein blödes Mauspad, ey. Krieg ja nur $6 für. Diesmal ist knapp hier, ne? Diesmal ist knapp, verdammt. Kommt sie hier? Ja. Nimm doch mal was Teures. Du brauchst ja nicht immer nur das Billige nehmen. Jetzt holen die wieder nur die Mauspads, ey. Wie soll ich denn hier ein Geschäft aufbauen? Was ist denn das? Ja, schön. Ciao.
Jetzt aber. Jetzt aber. Ich hab es im Urin. Ja, okay. Schönen Dank auch für den Dreck. Verdammte Scheiße. 77 Dollar. Oh, das ist aber nicht gut gewesen heute, ne? Sollen wir den mal ein bisschen runtersetzen hier vielleicht, den Rechner? Geben Sie Ihren Preis ein. Preis 300. Ja, was ist hier mit dem? Ach Mann, verdammt nochmal. Das wäre gewesen, wenn die jetzt gleich angefangen hätte mit dem Rechner. Bam, den nehme ich. 22 Dollar, der Speaker. Ist okay. Tschö, mach's gut. Viel Spaß damit. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Freude daran. Was ist denn mit dir los? So ein selbstgefälliger Young hier so völlig angeekelt an meinem Laden vorbei. Was ist denn für eine Frechheit? Hab ich Spinne? Kommt drin hier. Noch habt ihr Zeit. 23 Uhr macht das Ding jetzt zu. Die wird schon was anstellen kaufen. Glaub mal. Eine Maus. Sag ich doch. $32 für so eine Billo-Maus, ey. Ja, was nehme ich? Oh, ich glaube, ich werde die Maus nehmen. Gibt's doch überhaupt nicht. Mir hat wohl keiner Interesse an Rechner. Ja gut, die haben ja auch alle einen Rechner, wenn sie sich nur eine Maus kaufen. Gehen sie mal da rein, da ist was ganz Interessantes. Ich hab jetzt da drin gehen. Ja, der Laden schließt gleich. Was haben wir hier an Kohle? 163. Oh, da müssen wir warten. Auf den nächsten Tag. Scheiße, ich hab Kohle eingenommen. Ich glaube, ich muss noch billiger werden mit dem Rechner. Aber es geht ja nicht. Ich brauche ja Gewinn. Läuft die noch auf meinen Laden zu? Nee, Laden ist geschlossen. Danke, dass du mich ausgesperrt hast. Fuck. Schön. Toll gemacht. Jetzt so ein bisschen freundlicher sein können. Da hätten wir auch vielleicht ein bisschen mehr verkauft. Scheiße hier. Ja, gut, dann kicken wir uns noch die Bilanz an. Hier fehlen aber ein paar Apps auf dem Bild, ne? Wenn wir am Rechner sind, haben wir ein paar mehr. Oder ein paar Programme. Mann, so ein Dreck, ey. Oh, alle Dreckhecke. So, was zeigt er hier? 19 Käufer, $266, aber trotzdem über. Ach, 95 raus? Lichtsteuer, Alter. Lichtsteuer? Willst du mich verarschen? Ja, $68 haben wir noch. Mein Gott. Gut, Leute. Also, wie gesagt, vielleicht gefällt es euch ja. Ansonsten ist das hier ein Eintagsfliege gewesen, aber nicht so schlimm. Ansonsten bauen wir uns hier einen fetten Computerladen auf. So, und ihr wisst ja, was ich immer zu sagen pflege. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Ich hoffe, ich habe euch unterhalten. Und natürlich hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein, macht's gut und ciao.